Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja, selbstverständlich. Wenn ich sterbe, dann komme ich in den Himmel. Und die Bösen kommen in die Hölle. Nein, wir werden wiedergeboren. Ich werde ein Schmetterling. Und die Bösen werden als Regenwurm wiedergeboren. Leben nach dem Tod, so ein Quatsch. Das ist Blödsinn. Wenn wir den letzten Atemzug gemacht haben, dann war's das. Ende im Gelände. Alles Quatsch. Ich, Sonja Wolfer, Autorin, sage euch, Blödsinn. Ich weiß, wie es wirklich ist. Aktuell schreibe ich an einer Krimisatire mit dem Titel Der Gottesacker. Gottesacker ist ein älterer Begriff für den Friedhof. Und genau da geht's nämlich weiter. Hört mal rein. Mitten in der Nacht. Grabstätten und Urnenfächer sind Besitz der jeweiligen Bewohner für die vertraglich festgelegte Ruhezeit. Der Besitz dieser Ruhestätten ist von allen Bürgern der Friedhofsgemeinde zu respektieren. Grabschmuck auf und an eigenen oder fremden Ruhestätten ist als Ausdruck des liebevollen Erinnerns und des Schmerzes der Hinterbliebenen zu respektieren und darf weder entwendet noch beseitigt werden. Friedhofssatzung, Friedhofsverwaltung, Exitus. Das Gewitter erreichte mit sintflutartigen Regenfällen und heftigen Sturmböen gegen Mitternacht seinen Höhepunkt. Die Einwohner der Friedhofsgemeinde machten es sich in ihren Gruben, Kammern und Gruften, präpariert mit Sandsäcken, Bindemittel und Bändern, gemütlich. Sie vertrieben sich die Zeit mit Knöchelmensch ärger dich nicht oder einem guten Buch, das ein Besucher tagsüber auf der Bank vergessen hatte. Manch einer nutzte die Zeit, um den im Durcheinander der nach Hause flüchtenden, neu erworbenen Grabschmuck zu begutachten. Man war beruhigt, dass es nicht zum Schlimmsten kommen und einem das Gedränge, das peinliche Verhakeln von Gerippeteilen oder Vermischen von Aschepartikeln in dem Schutzmausoleum erspart bleiben würde. Niemand hielt sich mehr draußen auf. Niemand, außer der einsamen Gestalt, die unberührt von den Naturgewalten um sie herum regungslos unter einer Eiche stand. Wir erwarten dich, murmelte sie in die Nacht hinaus. Gegen frühen Morgen hatte der Sturm endlich nachgelassen und es fielen nur noch vereinzelte Tropfen. Langsam erwachte der Kirchhof zum Leben. Die Toten wagten sich hervor, um in den letzten verbleibenden Stunden des frühen Tages etwaige Schäden rund um ihre Ruhestätte zu inspizieren. Möglicherweise musste das ein oder andere Grab ausgeschöpft und ein durchtränktes Skelett beruhigt werden. Sicherlich waren Engelsfigürchen, Steinherzchen und Blumenvasen samt Inhalt von Simsen oder Grabbeeten geweht worden. Diese wurden entweder mit einem Knochenfuß respektive Aschefuß unter den nächstgelegenen Busch gekickt oder wieder an Ort und Stelle gebracht. Die Soldaten der örtlichen Kompanie sammelten alle Sandsäcke, Schalbretter und sonstige nützliche Materialien, wie herrenlose Sargdeckel etwa, ein. Diese wurden in einer leerstehenden Gruft für das nächste Unwetter eingelagert. General Eisenhard Pickelhaube beaufsichtigte die Aufräumarbeiten. Er hatte sein drahtiges Skelett an einem hohen Grabmonument hochgezogen und sich neben der trauernd nach vorne gebeugten Marmorfigur positioniert. Gefreiter Dämel, blick nach links unten! Eine herumrollende Urne war seinem scharfen Auge nicht entgangen. Sie wurde zum Austrocknen unter das Vordach am Eingang der Kapelle gestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt ließ sich noch nicht mit Sicherheit feststellen, ob der Bewohner diese hatte rechtzeitig und vollständig verlassen können. Zum Schutz der vorlebenden Augen stülpte man sicherheitshalber einen Eimer darüber und beschwerte diesen mit einer Blumenschale. Tja, ihr seht, es geht weiter. Aber und so ein Unwetter, das zugegebenermaßen für Skelette und für Eingeäscherte nicht ungefährlich ist, ist nicht das, was die Einwohner der Friedhofsgemeinde wirklich durcheinander bringt. Was dann geschieht, nur wenige Stunden später, das ist etwas, was höchst beunruhigend ist. Und zwar nicht nur für die Toten auf dem Friedhof, sondern auch für ihre Angehörigen im benachbarten Dollendorf. Denn plötzlich taucht ein offenes Grab auf, mitten in der Nacht, und keiner der Toten weiß, dass überhaupt eine Beerdigung ansteht. Und am nächsten Tag werden alle Bewohner Dollendorfs auf der Beerdigung
eines geheimnisvollen, unbekannten Toten sein. Und dann nimmt die Handlung wirklich Fahrt auf. Dem nächsten Jahr, wenn ihr wollt.